Auf der gynäkologischen Station der Klinik am Südring trifft die 20-jährige Sarah in Begleitung ihrer jüngeren Schwester ein. Weil Sarah schwanger und bereits 4 Tage über dem errechneten Geburtstermin ist, soll die Bürokauffrau heute zur Kontrolle bei Gynäkologin Dr. Emma Heidmann. Oh, Köpfchen ist unten, ein bisschen näher kommen. Rücken ist hier, Popo ja. ist da, ne? Ja, Gebärmutter, na, so ganz will die noch nicht, ne? Ja? So. Und schon aufgeregt? Wegen der neuen Rolle als Tante, oder noch nicht so? Ja. Doch? Ja? Okay. Alles okay bei Ihnen? Sie werden Tante, freuen Sie sich. Alles okay? Ja. Kriegen Sie keine Luft oder was ist jetzt los? Alles gut. Klinik am Südring, die Familienhelfer. Bisschen schummrig, ja? Naja, ich glaube, die hyperventiliert. Habt ihr da irgendwas? Ich habe hier eine. Hast du schon? Habe ich schon in der Hand, genau. Keine Ahnung. Erst mal gucken. Ich glaube, hier gefällt das Tante-Sein nicht so richtig. So, einmal durch die Nase einatmen, durch den Mund wieder ausatmen. Nicht erschrecken. Ich setze Ihnen jetzt was auf die Nase. Sarah fing an, sehr hektisch zu atmen. Wir nennen das Hyperventilation. Das sind manchmal die Anfänge einer Panikattacke. Man muss dagegen steuern, weil den Leuten dann sehr schnell schwarz vor Augen wird und die umfallen. Man nimmt einfach einen Beutel. Wir hatten natürlich sowas hier. Man kann aber auch eine einfache Plastiktüte nehmen. Die müssen rückatmen und dann stabilisieren die sich sehr schnell. Mit etwas Verspätung trifft nun auch die Mutter der beiden Schwestern ein. Das Klinikteam hofft, dass die werdende Großmutter Auskunft darüber geben kann, ob ihre 16-jährige Tochter häufiger mit derartigen Panikattacken zu kämpfen hat. So einen Anfall, den Sie jetzt schildern, den habe ich so jetzt noch nicht miterlebt bei ihr. Aber zumindest hat sie sich seit einigen Wochen sehr verändert. Und je näher die Geburt rückt, umso komischer wird Hanna irgendwie, ängstlich oder verstört oder... Ich kann das gar nicht richtig erklären. Also ich habe die Vermutung, dass sie dort vielleicht Eifersüchteleien haben könnte oder Ängste hat, weil das Band zwischen Hanna und Sarah ist sehr eng. Also die lieben sich unendlich und vielleicht... Naja, das habe ich jetzt... Ich meine, ich bin ja jetzt nur für den Akutfall hier, aber ich glaube, da scheint doch ein Familienproblem hinter zu liegen. Okay. Und... In dem Fall, also muss ich ganz ehrlich sagen, gibt es natürlich Experten, da gibt es auch sogenannte Familienhelfer. Und ich habe ja gesehen, die Sache ist ja hier echt eskaliert. Und ich glaube, so ein bisschen überfordert sind alle, vor allen Dingen, wenn jetzt noch ein kleines Baby dazu kommt. Vielleicht sollten sie die Hilfe einer Familienhelferin in Anspruch nehmen. Den Tipp der Gynäkologin nimmt die zweifache Mutter dankend an und lässt sich den Kontakt von Familientherapeutin Sabine Decker geben. Nach einem Telefonat steht kurz darauf der erste Termin an. Doch vorher naht bei Familie Kasper die nächste Eskalation. Behalte es doch bitte einfach für dich. Wir müssen es Mama sagen, wir haben keine Wahl. Versteh das doch endlich. Ich hab dir das vertraut. Ich sag jetzt, behalte es bitte für dich. Was streitet ihr denn? Alles gut. Alles gut. Wir haben uns nicht gestritten. Alles gut. Aber ich hab's doch gehört, gerade von da draußen. Und was versteckst du denn da hinter deinem Rücken? Alles, das hat an der Tür geklingelt. Ja, das wird die Frau Decker sein. Ich mach dir eben mal die Tür auf. Kommt ihr dann nach? Ja. Gut. Und nicht mehr streiten, bitte. Das behalte es bitte für dich. Ich hab dir das im Vertrauen gesagt. Irgendwann wird sie es eh erfahren. Irgendwann ist aber nicht jetzt. Behalte es jetzt bitte für dich. Du weißt genau, wie sie reagieren wird. Normalerweise haben wir zu dritt und auch die Mädels untereinander so ein gutes Verhältnis, dass es Geheimniskrämerei nicht gibt. Umso erstaunter bin ich, dass ich hier aus der Situation völlig außen vor gelassen werde. Nachbohren, was ihre Töchter verheimlichen, kann die Alleinerziehende jetzt allerdings nicht. Denn Familientherapeutin Sabine Decker steht vor der Tür. Sofort berichtet Marie Kasper, dass ihre Töchter offenbar ein Geheimnis teilen. Außerdem vermutet die 43-Jährige weiterhin, dass Nesthäkchen Hanna eifersüchtig auf den baldigen Familienzuwachs sein könnte. Aber mit dem Baby ist alles in Ordnung. Ja, das, also da sind Sie sicher. Ja, das kann nicht das Geheimnis sein, dass er sich um das Baby sorgt. Nein. Also ich war im Krankenhaus dabei. Mit dem Baby ist alles gut, mit der Mama ist alles gut. Aber irgendwas steht dazwischen denen. Und ich weiß einfach nicht, was es ist. Okay.
Und deswegen bitte ich Sie jetzt einfach hier. Ich mache mir wirklich auch um Hannah Sorgen, weil sie eben so verändert auf die Situation reagiert. Und vielleicht können Sie uns ja hier helfen. Da wäre ich Ihnen sehr dankbar. Ich guck mal. Ja, ich hatte mir ja überlegt, dass ich da mit ihr was bastle mit der Hannah fürs Baby. Genau. Da hatten wir ja drüber gesprochen, ob Sie da was besorgen können. Ja. Hatten Sie da was zusammengestellt? Oh, toll. Da habe ich Ihnen das ja schon gut zusammengestellt. Darf ich Ihnen direkt die Jacke abnehmen? Ja, genau. Dann tauschen wir einfach mal. Ich habe mir das überlegt mit diesem Basteln des Geschenks, weil Eifersucht ist natürlich nicht so ein Thema, wo man so ohne weiteres drüber spricht, schon gar nicht mit Fremden. Ich konnte also schlecht zu Hannah gehen und sagen, sag mal, bist du eigentlich eifersüchtig auf das neue Baby? Ich musste mir irgendwas überlegen, wo ich ihr Verhalten beobachten kann, worüber ich mit ihr ins Gespräch kommen kann. Sind denn sonst alle da auch von der Familie? Also die zwei Mädels sind natürlich da, die sind ganz oben. Mhm. Ich begleite sie gleich hoch und später kommt dann noch mein sozusagen Schwiegersohn mit dazu. Das ist der Jan, also der Vater des Kindes. Die beiden sind aber nicht verheiratet. Mhm. Okay, der ist jetzt noch nicht da. Der ist noch nicht da. Macht ja nichts. Also wir sind ja einen Augenblick erstmal beschäftigt. Leider musste ich schon öfter feststellen, dass Jan nicht der Zuverlässigste ist. Umso mehr hoffe ich und wünsche mir natürlich an dieser Stelle, dass er hier für seine Familie da ist, für seine Freundin, für das Baby. Wichtig ist, die beiden lieben sich, Sarah Jan und Jan Sarah. Und so hoffe ich, dass er wirklich an der Sache dranbleibt und für die Familie da ist. Vertraut hat Marie Kasper ihrem Schwiegersohn ins B allerdings noch nie. Weil die 43-Jährige dem Familienglück aber nicht im Wege stehen will, hält sie sich mit Kritik jedoch zurück. Zunächst soll das Problem zwischen ihren Töchtern gelöst sein. Um zu erfahren, welche Gefühle Hannah für ihren ungeborenen Neffen hegt, will Sabine Decker mit der 16-Jährigen ein Geschenk für das Baby basteln und wird überrascht. Jetzt können wir uns mal überlegen, wie wir das machen. Ich habe da auch noch was. Du hast auch noch was? Ja. Guck mal. Ach, wie süß. Zeig mal. Oh, wie süß. Bester Neffe der Welt. Das hast du besorgt als Geschenk. Hier ist er. Ach, nee, wie süß. Und der Teddy. Wie süß. Oh, du freust dich richtig auf deinen Neffen, oder? Ja. Ja, schon. Und bist du vielleicht irgendwie ein bisschen eifersüchtig? Quatsch, nein. Nein? Die Aktion hat dann gezeigt, dass die Hannah wirklich da richtig viel Liebe reingesteckt hat. Also das deutete alles darauf hin, dass sie überhaupt kein Problem mit Eifersucht auf dieses Baby hat. Es musste eine ganz andere Ursache geben. Und als ich sie dann auf dieses Geheimnis angesprochen habe, habe ich auch gemerkt, oh, da gibt es wirklich irgendein ganz großes Problem, was die Hannah mit sich rumträgt. Die Mama meint, es geht ja um irgendein Geheimnis. Ja, aber ich kann das nicht erzählen. Also es gibt ein Geheimnis und du willst es mir nicht anvertrauen? Nein, Sarah würde mir das niemals verzeihen. Ich kann das nicht erzählen. Aber vielleicht kann ich dir ja auch helfen oder euch. Dafür bin ich ja eigentlich da. Das geht, nein, das geht nicht. Hannah. Als Hannah dann runtergegangen ist, bin ich ihr gefolgt. Genau in diesem Moment war auch Jan angekommen, der Vater, werdende Vater des Babys. Insofern war das sehr günstig. Ich konnte die ganze Familie noch mal zusammenholen für so ein kleines Spiel. Da wollte ich mir angucken, wie die Schwestern darauf reagieren, wenn man sie darauf anspricht, dass die eine Schwester leidet, dass es ihr schlecht geht, dass sie belastet ist von dem Geheimnis. Um das noch mal zu so einer Art Zuspitzung zu bringen, habe ich dann mit den beiden Schwestern noch mal diese Aktion durchgeführt. Und die hat auch dann einiges zutage befördert. Beim Spiel Wahr oder Unwahr sind Sarahs Freund Jan und Mutter Marie nur stille Beobachter. Die Schwestern hingegen sollen sich Rücken an Rücken aufstellen und immer dann den Arm heben, wenn sie einer Aussage von Familienhelferin Sabine Decker zustimmen. Ich liebe meine Schwester. Ah, beide dabei, okay. Ich würde alles für meine Schwester tun. Ich verstehe mich gut mit meiner Schwester. Ich möchte nicht, dass es meiner Schwester schlecht geht. Sarah, was ist los? Dich bedrückt doch was, Du möchtest doch nicht, dass es deiner Schwester schlecht geht, oder? Nein, auf gar keinen Fall möchte ich das. Wenn man sich so lieb hat wie ihr, dann belastet einen das doch, wenn es dem anderen schlecht geht, oder?
Und manchmal ist es vielleicht so, dass ein Geheimnis einen auch belastet? Ist es vielleicht sogar so, dass ein Geheimnis sogar die Gesundheit von deiner Schwester belastet und dass das mit der Panikattacke zu tun hatte, die sie bekommen hat? Kann schon sein. Sag das doch nicht. Du musst das nicht mehr für dich behalten. Das Geheimnis? Ja. Es gibt also ein Geheimnis, ja, was sie... Es gibt ein Geheimnis. Ja, was ist das denn nun für ein Geheimnis? Es scheint ja doch irgendwie eins zu geben. Lass mich doch nicht so außen vor. Das ist der Briefumschlag, den ihr vorhin vor mir versteckt habt. Bitte. Was ist das? Nein, es ist deins. Bitte nimm es wieder zurück. Sarah, bitte, du kannst mir das zurückgeben. Bitte. Darf ich mal gucken? Was ist das denn überhaupt? Das ist ihr gesamtes Erspartes, was ihr mir geben wollt. Ihr Erspartes? Ihr braucht das Geld. Bitte, nimm es. Warum gibt sie dir ihr Erspartes? Ja gut, also dann sag ich es dir jetzt mal. Ich habe vor ein paar Wochen meinen Job verloren. Was? Es mussten Stellen abgebaut werden. Und da Du hast deine Arbeit verloren? Was soll denn da jetzt werden? Ja, jetzt reg dich nicht gleich auf. Wir kriegen das schon alles hin. Wie sich rausstellte, hat Hannah ihr gesamtes Erspartes ihrer Schwester zur Verfügung gestellt, weil sie nämlich erfahren hatte, dass der Jan, der werdende Vater, seinen Job verloren hat und arbeitslos ist zurzeit. Du machst dir Sorgen um deine Schwester, nimm es erstmal wieder. Also prinzipiell ist das ja lieb, dass du die kleine Familie unterstützen willst, aber ich bin echt... eigentlich auch ein bisschen enttäuscht, dass ihr mich hier so außen vor gelassen habt. Wirklich, weil das kenne ich einfach von uns so nicht. Und ja. Was dich angeht, so wünsche ich mir einfach. Ich weiß, unser Verhältnis ist nur nicht das Allerbeste, ja, aber ich wünsche mir einfach, dass du wirklich für deine Freundin, für euer Baby, für eure Familie hier da bist. Ja, und aus dem genau Puschen deswegen. Kommst, ne? Ich war ja auch die letzten Male immer, als ich zum Beispiel in der Klinik nicht dabei sein konnte. Ich hatte immer Vorstellungsgespräche und das tut mir natürlich auch weh. Es war ja verständlich, dass die beiden, das junge Pärchen, sich nicht getraut haben, von der Arbeitslosigkeit von Jan zu erzählen, weil sie das Gefühl hatten, die Mutter hatte eh schon was gegen Jan, war nicht so begeistert von ihm. Jetzt wollten sie natürlich nicht noch einen draufsetzen, indem sie von der Arbeitslosigkeit erzählen, konnte man gut verstehen. Letztendlich war es aber für alle echt eine Erleichterung, dass der Jan dann auch die Chance hatte zu erklären, dass er auf Jobsuche ist, dass er sich richtig reinhängt, sich richtig Mühe gibt. Das kam ganz glaubhaft rüber. Okay, also ja. ich hoffe wirklich, dass du da dran bleibst. Ich unterstütze euch, wo ich nur kann und ich denke, wir kriegen das gemeinsam hin. Nehmt das Geld und... Wir schaffen das. Und um auf Hannahs Problem zurückzukommen, also ich glaube, mit dieser Sorge in dieser Notsituation, arbeitslos und Baby unterwegs, war ihre Tochter einfach überfordert. Bei der Sarah war es jetzt auch so, dass sie die Notsituation ihrer Schwester einfach noch nicht realistisch genug einschätzen kann und sich so große Sorgen macht, dass es sie letztendlich, dass es ihr zu viel geworden ist und sie tatsächlich mit dieser Panikattacke reagiert hat. Man darf das nicht unterschätzen, wie viele Jugendliche mitleiden unter den Geheimnissen der Großen, der Älteren. Und man muss da ganz vorsichtig mit umgehen, dass man sie nicht in solche Situationen bringt, die sie überfordern. Nachdem das Geheimnis endlich heraus ist, geht es der 16-jährigen Hannah besser und sie erleidet keine Panikattacken mehr. Mittlerweile hat Jan eine neue Festanstellung gefunden und Sarah einen gesunden Sohn zur Welt gebracht. Der gesamten Familie geht es prima.